Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Endlich wieder nicht das 2, sondern Mirage. Ich glaube, die letzten beiden Overwatches waren jeweils auf das 2. Wobei beide, glaube ich, auf dem 9 waren, also es ist ja schon mal nicht so arg schlimm. Aber von dem 9, das 2 haben wir jetzt ja, denke ich, auch erstmal genug gesehen. Und ja, Mirage ist nun dran. Die T's bauen sich ziemlich langsam auf. Könnte, ja, zwei Mitte, zwei A und einer pirscht sich da auf B durch. The Suspect hat Fokus auf die auf Mitte. Wo steht denn sein Kollege? Der kommt dabei, turnt dabei Short rum. Oh. Es scheint schon etwas, als könnte er so ein bisschen sehen. Oh, wie hat er denn gerade eben gewackelt? Aim-technisch. Es scheint, als könnte er sehen, von wo sie kommen. Vielleicht aber auch nur hören. Ich muss das Headset lauter machen. Das ist schon mal ein guter Plan. So. Weil sie sind ja alle Male, also vor allem als sie unten da gesmoked haben, okay, sind sie ja gerannt gekommen. Also das müsste er eigentlich gehört haben. Aber das auf Short, ich weiß nicht, aber das, er hat es schon sehr früh eingeschätzt oder es sah so aus, als hätte er sehr früh einschätzen können, dass sie auf Short kommen. Er hat sich schon bereit gemacht zum Schießen. Naja, wir gucken mal. Da liegt jetzt das Smoke vielleicht, okay, er erwartet den da unten, den man aber auch wiederum am Ende gehört hat. Wo geht der jetzt hin? Sie kommen, also man hat es voll gehört, dass sie von hier kommen. Ich weiß nicht, ob dieser Headshot jetzt, ja doch, also ich, mit der Deagle ist sowas auf jeden Fall machbar. Ihn hat man auch eben gehört. Alles klar, er wurde von hinten geneift. Ich will hier wirklich noch nichts Festes sagen. Der Headshot, ja, könnte ganz normal oder ist wahrscheinlich ganz normal geschehen und Wallhack kann und will ich ihm jetzt auch nicht direkt... Ja, obwohl, er ist da doch... Wow. Also er weiß da schon ziemlich genau, wo die Gegner stehen. Es ist doch etwas arg. Etwas zu genau. Und da ist der nächste Headshot. Wie sieht's hier bei ihm aus? Ja, gut. Also er hat den Wallhack, denke ich, auf jeden Fall drin. Und es sieht auch irgendwie nach einer Aim-Unterstützung aus, dieses Gezuckel. Was macht er denn jetzt noch mit Lilly? Er weiß auf jeden Fall schon mal, dass Lilly da hinten ist. Und... Versucht er jetzt etwa... Ja, okay, alles klar. Also, Wallhack zu 100% Aim würde ich ihm jetzt auch noch zusätzlich drücken. Oh, alles klar, ich denke, ab jetzt ist niemand mehr. Niemand mehr da, der sagen würde, nee, Aim, das ist doch kein Aim, was der hat. Ja, so einfach kann es gehen. Ich habe letztens bei Wallen bei Wallen reingeschaut und er meinte, er hat wohl noch nie jemandem alles gedrückt, vielleicht. Oh, hat er da gerade eben etwa gebunny-hippt? Ich glaube, er hat da eben versucht, Bunny zu hoppen, aber das sah doch wirklich nach händischem Versuchen aus. Das ist dann natürlich nicht tragisch, wenn er das da versucht. Ach, krass, Mann. Er versucht es jetzt gar nicht mehr zu hiden. Vorhin schien es noch so, als wenn er das irgendwie verstecken wollen würde. Aber das ist dreist. Sehr dreist. Also, dass er jetzt nicht hier, ja, ihn durch das Fenster geholt hat, ist alles. Komm, gib uns noch einen kleinen Bunny-Hop oder so. Und dann machen wir noch ein bisschen Team-Attack und schon hat er wirklich die ganze Palette. Ich glaube, das hatte ich auch noch nie. Wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten, dass man nicht jemandem, der hackt, eigentlich alles drücken sollte und hin und her und bla bla bla. Aber es gibt nun mal diese Unterscheidung. Die gibt es sicherlich nicht grundlos und daher wollen wir uns dann natürlich an die Vorgaben halten und eben genau das drücken, was höchstwahrscheinlich auch genutzt wird. Damit mein Overwatch-Score schön oben bleibt. Ja, Wallhack und Aimbot kann man da auf jeden Fall machen. Und klack, da ist der nächste Second Click weg. Da ist... Oh, shit. What? Okay, er ist wirklich hart am Reindrücken. Es ist... Es ist immer... Es ist so richtig dreist, wenn man das dann sieht, wie die Leute reinhacken, wie sie wirklich komplett offensichtlich zu 100% ihren Cheat zeigen. Also sie führen ihn ja richtig vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand beim Cheaten denkt, ich werde schon nicht erwischt oder sowas, oder? Ist man nicht... Wenn man es so offensichtlich macht wie er, dann muss man sich doch im Klaren sein, dass es entdeckt wird. Und nicht erst von einem Overwatcher, sondern dass man eben tatsächlich reported wird. Ich meine, das ist ja wirklich das Nonplusultra. Sagt niemand, okay, das ist vielleicht einfach jemand, der gut spielt. Das ist einfach übertrieben. Übertrieben offensichtlich. Jetzt sind sie bei T. Vielleicht rusht er jetzt. Ich hoffe, er rusht auf B und da sind alle CTs. Und da gibt einfach jedem einen One Knife in den Fuß. Ah, schade, es kommt nur einer dazu. Der frisst jetzt mal direkt, pass auf. Ah, komm schon. Oh. Was ein Bastard.
Auf, komm, drück ihm. Oh, shit. Oh mein Gott, das ist schon wirklich haarig. Aim, Trigger, alles Mögliche. Was ein Kacksalat. Oh, oh, hat er da eben etwa selbst geschossen? Musste er da selbst schießen? Oh Mann. Ja, wir hatten schon lange nicht mehr so einen extrem obvious Cheater, oder? Ich glaube, es ist wirklich schon länger her. Ab und an, beziehungsweise, wir haben schon Leute, wo wir sagen, ja gut, der hat jetzt dies oder das, aber das ist ja wirklich, das ist eine Beleidigung eigentlich für die Gegner, weil er ist halt noch nicht mal versteckt, er zeigt es komplett, offensichtlich, schaut, wie ich euch ficke, ich bin ein Cheater. Da kommt der Mate von hinten und killt den Gegner ganz normal mit sehr vielen Schüssen. Tja, was macht er jetzt? Wartet er da, bis sein Mate stirbt. Ich würde fast sagen, das könnte man als Grief auslegen. Und zwar baitet er hier ordentlich. Na okay, ich will jetzt nicht Korinthen kacken. Also er hat ja Warlock und Aim eh schon sicher. Aber das wäre vielleicht auch nochmal eine Debatte. Wir haben schon viel über Grief gesprochen, aber ich weiß nicht, ob wir schon mal speziell diesen Aspekt oder diesen Teil des Griefs angesprochen haben. Und zwar das Baiten, das Kill-Baiten. Theoretisch ist es ja auch Grief. Also Griefing heißt ja ein Spiel... wenn man das Spiel madig macht, den Leuten, ja. Wenn man in irgendeiner Form, wenn man zum Beispiel blockt, dann macht man das dem Mate das Spiel kaputt, weil er eben nicht laufen kann. Wenn man zulässt, dass die Leute sterben und sie nicht unterstützt, ist es ja, ja auch eine Form von Griefing. Man stört den Spielfluss und ja, theoretisch müsste man dann da auch, wenn das jemand übertrieben macht, also jetzt nicht mal nur einmal so oder vielleicht sogar zufällig, weil halt der letzte, ihr wisst, was ich meine, das gerade eben hat er schon stark an Baiting gegrenzt. Er hat zugesehen, wie sein Mate stirbt, obwohl er hätte helfen können, schon rechtzeitig, und holt sich dann den Kill. Ja, indem er eben, also wenn er jetzt nicht cheaten würde, den abgelenkten Gegner dann versucht zu killen, aber er hat ja sogar die 100%, ich sag mal, die 90%ige Sicherheit, aus dem Firefight so oder so als Gewinner rauszugehen, wie man hier sehen kann. Unter ihm ist jemand. Hat er den nicht gesehen? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ist der so na, das ist klar. Na, shit. Ja, was würdet ihr sagen? Stellt euch vor, wir sehen jetzt hier in einem Overwatch, entweder im Livestream oder hier einfach im Video, wir sehen jemanden, der offensichtlich baitet. Der seine Mates als Köder auswirft und dann die ganzen Kills holt. Ich meine, das wäre dann auf jeden Fall auch Grief, oder? Ich würde sagen, oder ich wäre an der Stelle für Grief, auf jeden Fall. So, passt alles, dass ich hier keinen Fehler mache bei dem Dreck. Zachary. Und ja, ich weiß wieder etwas ruhiger, weil es schon ziemlich spät ist, aber ich will gerade für heute nochmal diesen, ja, was heißt nochmal, ja doch, diesen Double-Upload haben. Weil heute, was kommt heute? Ich weiß gar nicht, welches Spiel gerade kommt, aber es kommt auf jeden Fall wieder ein Mobile-Game und ich dachte mir, gut, bevor dann die ganzen CSGO-Leute irgendwie sich viermal im Grab rumdrehen, kommt halt ein Overwatch, weißt du Bescheid. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und hier könnt ihr Sachen anklicken. Irgendwas, letzte Folge, Playlist, mein Gesicht zum Abonnieren. Und da müsste sogar noch ein drittes Video sein, das oben rechts ist. Das wird für jeden separat angezeigt. Es wählt auf Grund eures Schauverhaltens das bestpassendste Video für euch aus.